Einen wunderschönen guten Morgen zum DAX Long oder Short heute für den 14.11.2019. Mein Name an dieser Stelle wie gewohnt Markus Kleber und wir wollen uns hier wie gewohnt am Morgende dem DAX widmen, der in einer Range, in einer sehr, sehr sauberen Range aktuell rangiert auf relativ hohem Niveau. Aber es könnte denn hier doch der ein oder andere, ja, Lichtblick für eine Chance des Handelns sich ergeben. Vorgestern hatten wir ja darüber gesprochen, dass man die Long-Seite handeln könnte, dass sich hier auch die ein oder andere Chance ergibt. Sie ergab sich allerdings nicht direkt bis ins Zielniveau, sondern der Markt drehte am oberen Ende hier im Bereich der 300 dann doch wieder ab. Und somit ergibt sich nun aktuell die Range. Die werden wir uns anschauen und schauen, wie könnte man hier eventuell den einen oder anderen Trade-Gedanken ja entwickeln. Und wir werden auch mal zusammen ganz kurz aufs Gold schauen. Mehr soll es heute am Morgen hier gar nicht sein. Es ist wieder ein Video, kein Livestream. Somit werde ich jetzt hier aktuell, es ist 8:47 Uhr bei euch. Bei uns ist es hier noch am Abend. Also ich werde erst wieder bald ins Bett gehen. Und somit mit euch jetzt hier erst mal ganz kurz den Blick auf den DAX richten. Der Risikohinweis ganz kurz, lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls vortrade, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen mal ganz kurz auf den 4 in Greed Index, nach wie vor sehr, sehr hoch. Wir hatten ihn schon leicht höher, jetzt aktuell bei 87. Warum schauen wir da drauf? Ganz kurz nochmal, warum wir jetzt hier in den letzten Tagen da immer so häufig drauf schauen. Schaut mal, dieser 4 in Greed Index ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wir hatten diesen 4 in Greed Index schon 2017 auf diesem hohen Niveau, 2018, 2019 nicht auf diesem hohen Niveau und vor allem, wenn der Markt immer auf diesem hohen Niveau war in den letzten 2 Jahren, das ist das, was wir jetzt dann immer schon mal besprochen hatten. Schaut euch das an, zum Beispiel 2018 gab der DAX bzw. auch die US-Märkte merklich ab und wir wissen auch, dass wir dann weiterhin im Jahre 2018 nochmals etwas Abgaben hatten. Und auch dieses Jahr, immer wenn dieser Fear and Greed relativ hoch war, haben wir dann entsprechend Abgaben gesehen. Könnt ihr das gerne mal mit dem Chart vergleichen. Wir sind aktuell auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Knapp vor der 191 war jetzt hier aktuell zumindest das, was ich gesehen habe, als Hochpunkt zu verzeichnen. Und es war eben immer so, dass hier, wenn der Fear and Greed Index, beziehungsweise ist es ja so ein Sentiment-Indikator, sehr, sehr hoch ist, dass dann eben auch zeitnah mal Abgaben kommen können. Der Markt 3100, der S&P auf sehr, sehr hohem Niveau, er rangiert ebenfalls auf einer Seitwärtsrange oder in einer Seitwärtsrange. Und somit sollte man nach wie vor es nicht außen vor lassen, dass der Markt eben entsprechend auch mal etwas auf der Unterseite drücken kann. Und apropos Unterseite, das werden wir uns jetzt Ganze mal anschauen im DAX, denn hier gibt sich, wie gesagt, Moment, ich mache mal kurz hier dieses Fenster weg, ergibt sich jetzt eben nun mal eine Range. Oberer Bereich 13.300, unterer Bereich in etwa so der Bereich um die Marke 13.150. Also eine Range von etwa 150 Punkten, die jetzt eben natürlich definitiv auch auf der Unterseite verlassen werden kann. Ihr habt sich ja, oder ihr seht das hier natürlich hier im Chart, also wir haben das hier als Range und eine Range wird ja früher oder später natürlich verlassen. Ich meine, heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Da kommt jetzt nicht mehr so viel an Tagen, somit durchaus denkbar, dass natürlich auch der DAX und auch die Indizes auf hohem Niveau erstmal seitwärts rangieren. Somit hier es durchaus denkbar ist, dass auch der DAX in dieser Range vielleicht mal nach oben rausguckt, vielleicht sogar mal nach unten kurz rausguckt. Aber dass man erstmal generell natürlich, dass der Markt in dieser Range bleibt. Aber es wird natürlich jetzt hier interessant. Und da sind wir im Prinzip eigentlich vom Vorgestern auf einem ähnlichen Niveau. Somit bietet es sich heute erneut nochmals an, wenn wir hier eine relativ geringe, nachdem es gerade aussieht, eine relativ geringe Opening Range bekommen, dass man natürlich in diesem Niveau, da wir ja vorher aufwärts tendierend sind, natürlich in dieser Range, Moment, ich nehme das nochmal weg und zeichne das nochmal neu an, machen wir nochmal hier ganz kurz diese Range-Einzeichnung. Also wir hatten hier, haben hier so Pi mal Daumen die Range. Wir sind jetzt fast in der Mitte dieser Range und somit hatten wir vorgestern schon besprochen, gleiches Setup, wir waren in etwa im gleichen Niveau um die Marke 200, dass man natürlich jetzt hier den Opening Range Breakout Trigger erneut mit dem Gedanken nutzt in Richtung 300, beziehungsweise hatten wir uns ja hier als Ziel den Bereich 13.330 herausgesucht. Dieser Bereich ist nach wie vor für mich persönlich realistisch erreichbar. Nach wie vor würde ich jetzt nicht nennenswert höhere Ziele wählen, wobei man sagen muss,
umso länger so eine Range dauert, also umso länger sowas dauert, und wir sind jetzt hier ja wirklich schon über mehrere Tage in dieser Range laufend, umso länger sowas dauert, umso unwahrscheinlich oder umso wahrscheinlicher wird es, dass ein Ausbruch entsprechend auch mit etwas mehr Stärke vonstatten geht. Somit könnte man fast schon sagen, wenn wir eben wirklich den Break auf der Oberseite bekommen, dass man vielleicht sogar jetzt schon mit einem Zielbereich um die Marke 13.350 arbeitet, vielleicht sogar, wenn es vielleicht ein bisschen aggressiv ist, den Bereich 13.370, aber wir sind aktuell im Bereich um die Marke 13.210, 13.220. In den Bereich 13.330 sind es ja schon 110 Punkte. Also ich denke, das ist dann auch schon für die aktuelle Schwankung fast genug. Man kann durchaus sagen, okay, man arbeitet vielleicht als Zielbereich mit dem 50er-Bereich, aber vielmehr würde ich aktuell auch hier dem DAX erstmal nicht weiter zutrauen. Unterhalb der ungefähr ja, 13.150, von mir aus kann man auch die 13.130 nehmen, das wären dann wirklich diese Tiefs hier unten. Erst darunter wird natürlich die Abwärtsseite interessant. Darüber, das hatten wir auch schon besprochen, dass wir mit diesen Tiefs dort gearbeitet haben, erneut der Bereich um die Marke 13.150 hier unterstützend wirkte, der Markt erstmal wieder auf der Oberseite pushte. Aber, und das ist ja das, wo, ja, wo ich eben in den letzten Tagen und Wochen auch immer wieder drauf schaue, wo wir drauf geachtet haben, der Markt hat bis dato nicht nennenswert unterstützende Bereiche nach unten durchstoßen, sodass nennenswert Abwärtsgedanken zum Tragen kamen. Aber nach wie vor sollte man es im Hinterkopf haben. Und wenn der Markt eben nicht mehr die Unterstützung findet und in diesen Bereichen hier eben jetzt nach unten läuft und hier wieder Stärke findet, also wenn er das nicht schafft, sondern entsprechend eben unten aus diesem Bereich rausgeht, dann kann man hier sich ab dieser Zone durchaus, Moment, ich nehme hier mal die Stifte, oder zeichne hier mal so ein Kreuz, dass man dann im Prinzip so ab der 150, vielleicht auch wenn man ein bisschen defensiver ist, ab der 130 sich natürlich mit der Abwärtsseite beschäftigt. Rein charttechnisch, und das hatten wir auch besprochen, durchaus denkbar, 13.000 bzw. 12.950. Das ist nach wie vor ein Bereich, der hier durchaus realistisch erreicht werden kann, dass der Markt eben diesen Weg als Schwächephase, als konsolidierende Phase im Prinzip eingeht, bedeutet für antizyklisch agierende Händler, dass man eben auch durchaus im Daytrading, ja, oder eben auch vielleicht im Swing Trading, dass man eben sagt, okay, man setzt mal darauf, dass der Markt entsprechend hier diesen Weg, gute 200 Punkte auf der Unterseite sieht, beziehungsweise vielleicht für diejenigen, die nur prozyklisch handeln, wenn der Markt eben in diesen Bereich reinkommt, machen wir mal einen dicken Pfeil, wenn wir hier die Konsolidierung sehen, dass man natürlich aus diesem Bereich dann wieder versucht, die übergeordnete Long-Richtung einzugehen. In meinen Augen durchaus als eine realistische Konsolidierung nach unten ab 13.000 beziehungsweise 12.950 dann eben wieder auf der Long-Seite. Das sind die Setups, die wir uns in den letzten Tagen beziehungsweise am Wochenende Trading-Woche-Analyse und natürlich auch vorgestern in dem DAX Long oder Short uns im Endeffekt schon angeschaut haben. Aber es ist natürlich alles gleich. Gestern, vorgestern, die Analyse ist im Prinzip die gleiche, weil wir diese Seitwärtsschiebezone haben, und somit bleibt jetzt das Bild, ob Long, ob Short, im Endeffekt ähnlich wie quasi vorgestern. Gehen wir nochmal, wie versprochen, ganz kurz auf den Goldpreis über. Denn hier haben wir ja, ihr erinnert euch, eben vor anderthalb Wochen, wo ich los bin, hatte ich ja noch die Long-Richtung hier als Trade, hatte diesen dann sogar pyramidisiert, und leider Gottes bin ich dann hier eben rausgeflogen, hatte zwischendurch dann auch schon mal die Short-Seite kurzzeitig wieder hier als Position. Aber ihr wisst, hier mit dieser Abwärtsbewegung bin ich eben aus meiner Long-Position erstmal wieder rausgeflogen und konnte dann hier mit diesem Rebound eben auch nochmal eine schöne Short-Position aufbauen. Jetzt sind wir wieder an einem Rebound drin. Und jetzt kommt so ein bisschen das übergeordnete Bild zum Tragen. Schaut euch mal ganz kurz an. Ich nehme die Pfeile nochmal raus, mache sie ein bisschen dünner. Wie sich jetzt quasi der Goldpreis hier in den letzten Wochen immer wieder bewegte. Wir hatten hier Abwärtsbewegungen, Abwärtsbewegung und jetzt hier eben auch wieder einen Move auf der Abwärtsseite. Und wer sich daran erinnert, der weiß, dass ich den Bereich 1450 als einen Bereich für mich persönlich auserkoren hatte, der durchaus übergeordnet auf der Unterseite nochmal getestet werden kann. Der Markt ging schlussendlich bis in den Bereich 1445, also nochmal 5 Dollar tiefer. So, jetzt haben wir hier die Abwärtsbewegungen. Wenn man sich jetzt dazu mal die Aufwärtsbewegungen anschaut, dann wäre das die Aufwärtsbewegung. Dann wäre es quasi hier komplett die Aufwärtsbewegung und jetzt wieder abwärts. Und in diesem Bereich, wer sich daran erinnert, eben an die ganzen Analysen, weiß, 1495 beziehungsweise in etwa der 85er-Bereich, das waren Unterstützungen, die in den letzten Wochen massiv,
ja, uns bewegten, beziehungsweise wo wir massiv eben drauf geschaut haben. Und dieser Bereich, das ist jetzt quasi so eine Zone, diese sollte, das ist hier diese untere Seitwärtszonenbegrenzung, beziehungsweise geht es dann eben so bis in den Bereich in etwa 85 rein. Und jetzt könnt ihr euch sicherlich schon denken, was jetzt kommt. Wenn jetzt der Goldpreis erstmal noch mal ein bisschen mehr Stärke sieht, ich würde jetzt hier unten vielleicht, zumindest für mich jetzt aktuell Swing Trading-mäßig, bin unterwegs, bin sehr, sehr wenig permanent am Rechner oder beziehungsweise auch am Handy, schaue natürlich zwischendurch immer mal drauf, aber ja, nicht ganz so intensiv wie sonst. Somit ist es jetzt für mich interessant, wenn der Goldpreis erneut hier ein bisschen mehr Stärke sieht. Ich mache es mal ein bisschen dicker. Also wenn wir jetzt quasi noch ein Stück weiter hochwandern, startend in etwa im Bereich 1480 bis 1485, würde ich mich erneut mit der Abwärtsseite beschäftigen wollen, mit dem Gedanken, dass der Markt eben an diesen alten Unterstützungen dann doch erstmal wieder abprallt. Ich würde nicht davon ausgehen, dass der Markt neue Bewegungstiefs ausbaut. Das ist mir jetzt aktuell noch ein bisschen zu aggressiv, denn übergeordnet wissen wir, okay, der Bereich 1450 war eine übergeordnete Unterstützung. Somit ist es jetzt hier denkbar, dass dieser Bereich erneut getestet wird. Somit sollte man, beziehungsweise würde ich es so machen, wenn man jetzt hier Short-Gedanken in diesem Bereich aufbaut, also wenn man jetzt hier sagt, okay, im Bereich 85, man bekommt einen Trigger, geht auf der Short-Seite hier eben, ja, Short entsprechend, dann hätte man in meinen Augen so in etwa 35, 30 bis 35 Dollar Chance in diesem Bereich. Hier runter wird hier ein bisschen konservativer erstmal mit Zielen arbeiten, sodass man sagt, okay, so der Bereich 50, 48, das ist so ein Ziel, den der Markt durchaus nochmal anlaufen kann. Vielleicht daraus dann quasi so einen doppelten Boden bastelt, um dann vielleicht erstmal wieder die übergeordnete Aufwärtsrichtung aufzunehmen. Somit ist jetzt das Ganze hier nochmals zu dem jetzt seit etwas längerer Zeit laufenden, zum übergeordneten Aufwärtstrend laufenden Konsolidierung nochmals ein Gedanke, okay, da kommt ein Widerstand. Der Widerstand kann den Goldpreis erstmal auch kurzfristig wieder nach unten drücken. 30 Dollar Chance auf der Unterseite. Entsprechend wisst ihr, dass ich dann für mich persönlich so mit einem Stop in etwa so zwischen 5 und 6 Dollar arbeite. Sprich, wenn wir hier an der 85 Short gehen, sodass ich eben etwas knapp über der 95 dann hier entsprechend mit dem Risiko liege, beziehungsweise schauen würde, dass man entsprechend hier irgendwo in dem blauen Kästchen auf der Shortseite reinkommt und dann entsprechend so ein Stück drüber, Moment, das sollte ein Viereck werden, so ein Stück drüber dann entsprechend den Stop packt und ja, dann wäre das so der Bereich zum Shorten mit dem Ziel, dass wir wieder in Richtung 50, 48 nach unten laufen. Also das jetzt nochmal aktuell zum Goldpreis. Sollte der Markt hier wieder drüber gehen, würde ich mich direkt wieder mit der Long-Seite beschäftigen, denn dann laufen wir wieder in diese Seitwärtsschiebezone rein und dann haben wir hier oben wieder den Bereich um die Marke 1500, 1505 und dann durchaus denkbar, dass wir dann eben sogar wieder ein bisschen mehr Stärke in diesem Bereich sehen. Aber da sind wir noch nicht, das können wir dann in den nächsten Analysen besprechen, vielleicht am Wochenende in der Trading-Wochenanalyse oder eben kommende Woche. Das sind so meine Gedanken. DAX und Gold heute mal. WTI ist nach oben. Ach, da können wir noch mal ganz kurz drauf schauen. WTI ist jetzt in dem Kaufbereich, sind nach oben rausgegangen. Und ich schaue mir das Ganze jetzt an. Wir waren ein bisschen schleppend hier oben raus. Das sieht man mit diesen ganzen Dochten hier der Kerzen, dass das jetzt erstmal noch nicht so extrem mit Stärke hier vonstatten ging. Ich bin jetzt mit dem Gedanken behaftet, persönlich nochmal einen kleinen Mini-Rücksetzer in Richtung 57,50 abzuwarten. Könnte man aber sich auch schon überlegen, wir sind jetzt, meine ich, bei 57,65, dass man sich jetzt hier mit der Aufwärtsseite mal beschäftigt. Die entsprechenden Ziele hatten wir vorgestern quasi in DAX Long oder Short besprochen. Schaut da gerne nochmal rein. Also das soll zu meiner Seite gewesen sein. Ich versuche jetzt schnellstmöglich dieses Video online zu stellen. Wünsche euch einen wunderbaren Handelstag. Gut Trades und Mega Trading. Bis zur nächsten Analyse. Euer Markus Klebe. Bye bye.